Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, nach längerer Pause ist es endlich mal wieder so weit, dass wir weitermachen können. Wir haben hier noch ein kleines Fitzelchen. Wo wir fertig machen müssen. So, dafür trage ich jetzt erstmal die Nicht-Steinteile ab. Ich finde es echt lustig, dass der Brimstone, wenn er da so rumliegt, nicht leuchtet. So, da lassen wir auch alles schön mal despawnen. So, das dauert jetzt einen Moment. So, das sollte alles gewesen sein. Da liegt jetzt zwar ein Haufen Material rum. Das wird aber mit der Zeit despawnen. So, jetzt brauchen wir hier erstmal. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Wenn ich nämlich richtig sehe, ist hier noch ein grauer. Gut, und nach oben. Aber nicht so weit hoch so. Eins runter, bitte. Genau. So, jetzt schnapp ich mir einen. Das hier wird jetzt ein bisschen Friemelarbeit. Gebe ich gerne zu fürs Erste. Aber es ist ja zum Glück nicht viel. Und dann haben wir wirklich unsere freie Baufläche. Dann kann ich das Ganze auch als extra Safe abspeichern, als Vorlagen-Safe. Oh, und wir haben nicht genug Platz, deswegen sammelt er die Steine nicht auf. Das ist doof. Dann nehmen wir erstmal ein paar Steine und füll auf. Oh, und wir haben da Zeug übersehen. Am besten hilft ihm mal einer beim Auffüllen. Während Gong die drei noch wegmacht.
Und da es da hinten auskippt. So, du applaud. Gut. Und upload. So. Genau, ihr solltet ja anfangen können. Das hier wegzumachen. So, so können wir Stück für Stück das Zeug abbauen. Können ihn am besten mal hier oben hinschicken. So, und es wird auch langsam wieder Tag. So, jetzt kann ich das Ganze hier einen Tick verschieben. Kann mir wieder Gong schnappen. Weil jetzt ist auch wenigstens das Loch da mit einem geschlossen. Dann mach mal hier weit. Dann geh hier oben hin und füll mal die beiden auf. Ja, okay, nicht ganz so, wie ich geplant hatte. Und ich sehe jetzt gerade nicht mehr, welche Steine... welche Höhe haben. Dann mach mal das Loch erst leer.
Knall. So, da haben wir das Loch fast fertig. So, Bon können wir langsam mal wieder wegnehmen. Okay, zu zweit klappt das nicht so gut. Auch wenn wir da durchaus weniger Steine mehr machen können. So. Füllen. 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 Wir können sogar so weit gehen und, glaube ich, aus einem Stein einen Block machen. Genau. Wenn der schon wegfliegt. Weil wir haben immerhin 260 Steine schon wieder verbraten. Flup. Flup. Und ja, wäre wahrscheinlich schneller gegangen, einfach mit allen Brickthorns hier einmal ein Loch reinzumachen und das dann wieder aufzufüllen. So, machen wir mal hier weiter und dann arbeiten wir uns hier in die Richtung. Ach, er will erst das Loch da oben füllen. Ups. Ups. Bobbin.
Wo willst du jetzt hin? So, jetzt fehlt nur noch das da oben. Gut. Warum ist das jetzt verschwunden? Das finde ich nicht so toll. So. Ja, jetzt kommen die angelaufen, die ich dahin geschickt habe. Die werden aber gleich umdrehen. So, es dauert ja zum Glück ein bisschen, bis die Steine despawnen. Dann können wir erstmal etwas mehr abbauen. Finde ich ja geil, wie er sie herumschleudert. Dann sammelt die mal ein. Dann sollte das eigentlich sogar gerade reichen. Komm, abbauen. Genau, eine Riesensauerei hinterlassen. Komm. So. Und macht das letzte Loch zu. So. Tada! Fertig.